Haben Sie eine Nasiha für uns Frauen? Ja, es kommt vom Herzen sogar. Die Nasiha an die Schwestern. In einer Überlieferung bei Imam Muslim sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich sah, dass ihr die meisten Höllenbewohner seid. Sagte er zu wem? Zu den Frauen. Dann fragte eine Frau von den Ansar, weil sie Angst bekommen hat. Und so ist ein Gläubiger. Er bekommt Angst, wenn er etwas mit dem Höllenfeuer hört. Sie sagte: Warum das, o Gesandter Allahs? Warum sind wir die meisten der Höllenbewohner? Er sagte zu ihr: Weil ihr ständig eure Ehemänner kritisiert und undankbar ihnen gegenüber seid. Oh, subhanallah, verzeiht mir. Ich habe früher das gemacht, da habe ich viele Eheprobleme und so gelöst. Alhamdulillah, wurde ich davon gelöst. Alhamdulillah. Dieses war ständig zu 90% dasselbe Problem. Fast immer war das bei der Frau vorhanden, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith gesagt hat. Undankbar und kritisiert ständig ihren Mann.